Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality, dem Browser Game. Es ist wieder Donnerstag und zuerst muss ich euch einmal kurz was zeigen. Da muss ich jetzt allerdings einmal kurz schauen, ob ich das so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten blende ich euch was gerade jetzt von gestern ein oder halt was zusammengeschnipselt. Das kommt dann einmal jetzt. Ansonsten, wenn das so klappen sollte, wie ich mir das vorstelle, hat sich Horse Reality gestern mit uns einen Scherz erlaubt. Das blende ich euch jetzt auch nochmal ein. Unsere Pferde sind gestern zu Fischen geworden. Also wir hatten lauter verschiedene Fischis, wirklich sehr viele Farben. Ihr seht es jetzt gerade halt alles so, wie ich das so zeige, was für Farben wir hatten, wirklich von Rot bis Schwarz bis Türkis, rosa Farben. Wir hatten alles mit dabei. Sehr schön gelungen. Wie gesagt, ne, also da finde ich, das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und musste gestern das noch ganz schnell aufnehmen. Einmal so kurz, damit ihr einmal einen Überblick damit reinbekommt, was ich halt meine. Und genau, weil heute ist es leider nicht mehr da und deswegen habe ich es euch jetzt eingeblendet. Ich hoffe, es hat alles geklappt. Und wir fangen jetzt einmal an. Ich habe zwei neue Rassen mit dazu genommen. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, so langsam dreht die alte jetzt durch. Nein, tut sie nicht. Ihr könnt ja mal kurz überlegen und raten, was ich jetzt für eine Rasse dazu genommen habe. Und schreibt das doch jetzt mal jetzt in die Kommentare. Jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was ich für eine Rasse dazu genommen habe. Also welche zwei Rassen. Ich bin gespannt, was da für Ergebnisse bei rauskommen. Und werde euch jetzt natürlich auch zeigen, was wie ich da jetzt zugenommen habe. Ich habe die Achalteke wieder mit im Stall mit drinne. Leute, fragt mich nicht, warum. Ich habe schon länger überlegt, ob ich sie nehme, wieder mit reinnehme. Ich habe ja damals, für die mich ganz lange verfolgen, schon zu Anfang, habe ich ja damals von der Dani einen Hengst bekommen. Den Aladdin, der ist mittlerweile, ist der aber leider schon verstorben. Das war auch der einzige, den ich im Stall hatte, mochte ich lange Zeit nicht, die Rasse. Und ich sag mal, wenn die so ein bisschen dunkler sind, dann geht das. Dieses ganz helle, ja, geht auch noch so, aber wenn die so dieses Karottige haben, das mag ich wiederum nicht. Wie gesagt, die Stute habe ich geschenkt bekommen, ich habe 4 Stuten geschenkt bekommen. Nochmal vielen, vielen Dank an die Person, die mir die geschenkt hat. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil die eine Stute, das weiß ich, das kann ich euch sogar zeigen, ist nämlich die nächste, die hier. Ich weiß, wie teuer die war sauteuer und ich habe sie geschenkt bekommen. Also nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank. Sie bekommt auch ein Fohlen. Und mal schauen, was es so mit sich bringt. Ne? Also wie gesagt, sie bekommt jetzt demnächst einen Fohlen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich finde das auch ganz schön, wenn die so Abzeichen haben. Und mit Schwerpunkt wird es auch mehr so Rapicano-Zucht. Auch bei den Achalteke soll es werden. Ich hoffe. Das wird ein Stütchen. Okay, dann muss ich halt mal gucken, ob ich nächstes Mal einen Hengst daraus bekomme. Dann als nächstes einmal die junge Dame. Die ist auch noch sehr jung. Was hast du denn überhaupt für Farben? Braun mit Cream. Und sonst nix. Ja. Aber das ist auch die einzige Stute, die noch nicht gedeckt ist. Die wollte ich jetzt sowieso auch noch decken. Da muss ich einmal ganz kurz... Wo war es denn? Eigentlich wollte ich zu einer anderen YouTuberin.
Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Mal gucken, ob ich da einen hübschen Kerl finde. Mal jetzt so auf die Schnelle. Wie gesagt, eigentlich wollte ich zu einer YouTuberin. Das habe ich jetzt aber gerade dezent vergessen. Wartet mal. Bei denen finde ich eigentlich ganz schick von der Farbe her. Wisst ihr was, Leute? Ich mache gleich mal kurz auf Pause und dann suche ich einen passenden Hengst für sie raus, weil ich sehe gerade schon, ich bin jetzt schon wieder 5 Minuten am Labern und dann das wird sonst zu zu lang das Video und das will ich halt nicht. Wie gesagt, sie ist auch noch mit eingezogen, vor allem 720 GP. Ich glaube, das ist nicht schlecht bei denen. Da könnt ihr mir ja mal gerne Bescheid sagen, wie die Werte so sind bei den Pferden. Da habe ich aktuell keine Ahnung. 4 very good. 1, 2, 3, 4. Ja, ein Average mit drin, aber naja, mein Gott. Wie gesagt, es gibt Schlimmeres. Ich fange jetzt gerade erst an und die Farbe finde ich auch richtig hübsch. Und ja, dann kommen wir zu der nächsten Rasse, die ich mit reingenommen habe, und zwar die Fjordpferde. Weil Yuki hat gesehen, die sind jetzt ja so mittelmäßig. Also da habe ich zwischendurch schon mal mit Edifis geschrieben. Sie sagt, es gibt mittlerweile auch ganz gute Fjordis. Aber wie gesagt, ich habe jetzt halt sie erstmal für den Anfang genommen. Sie ist jetzt nicht ganz so gut, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, ich habe sie von einem von dem Hengst decken lassen, weil ich halt mehr so auf die Rappen, jetzt habe ich es, auf die Rappen möchte ich ganz gerne. Und da hatte ich jetzt gedacht, so okay, dann nimmst du halt einen Hengst, der ein Doppel-E hat, alles schön und gut. Ein Cream hat er ja jetzt auch noch mit drin, sehe ich gerade. Wie gesagt, also das Doppel-E wird ja auf jeden Fall vererbt, deswegen habe ich ihn genommen. Ich habe aber jetzt nicht damit, großartig jetzt gerechnet, dass das Doppel dann auch vererbt wird und das hält es ja wieder auf. Ja, mal gucken, was da für ein Foli bei rumkommt. Das wird wahrscheinlich dann erst übernächste Woche kommen. Mal sehen, was da rauskommt. Apropos, gerade über Edif gesprochen und da ist von Edif ein Hengst, den habe ich mit übernommen. Der macht auch sich ganz gut in den Konfus, ist zwar schon ein bisschen älter, der Knabe, aber der hat zwar auch ein Doppel, nein, da wollte ich nicht hin, ein Doppel-D, aber er hat auch ein E mit drinne. Und ein A, da habe ich dann halt auch so die Hoffnung, dass ich dann vielleicht nochmal ein Rappen mit rausbekommen könnte, je nachdem wie das Fohlen wird. Apropos Fohlen, das erste Brabanter-Fohlen, was ich komplett selber gezüchtet habe, ist jetzt da. Leider Gottes nicht so wie ich wollte, ich hatte so große Hoffnung in diesen Hengsten. Es ist halt jetzt wirklich 4-mal very good, 2-mal average mit drin. Die junge Dame, die wird auch in den Verkauf gehen. Von Genetik her, ja, es geht. 513, da gibt es wesentlich bessere und ja, halt auch für Fahren die Empfehlung. Da muss ich jetzt aber nochmal, verkaufen, damit zuschreiben, damit ich weiß, dass ich sie verkaufe. So, dann apropos nochmal Brabanter, da habe ich auch nochmal ein Stütchen bekommen, die habe ich so tragend bekommen. Da bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt. Von den Werten her sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, sie hat nämlich ein Gut im Galopp. Jetzt muss ich nur noch eigentlich hier in Kanter das Average mit rauskriegen und dann wäre es eigentlich richtig schicki.
Dann ein Neuzugang bei den Finnpferden, ein junger Mann. Ich weiß nicht, ob ich ihn letztes Mal euch gezeigt habe, ich meine aber schon, ansonsten zeige ich ihn euch jetzt doppelt. Ja, ist ein Finn, kleiner Finn-Bub. Der wird aber nicht bei mir bleiben, der wird gehen, weil der einfach das Cream nicht hat. Also der hat leider nur einmal Cream, ich hätte ganz gerne Doppel-Cream. Und deswegen wird er mich leider verlassen müssen. Der steht dann ab morgen, steht er im Verkauf. So von den Werten her ist er ganz okay. Er hat nur zweimal Average mit drin. Das ist, also aus ihm könnte ein sehr guter Zuchthengst werden. Und mal schauen, vielleicht kriege ich ihn verkauft. Ansonsten geht er leider zu Gisela. Dann habe ich ein Stütchen bekommen vor ein paar Tagen. Das ist, Eigenzucht. Und dann siehst du, okay. Ja. Das ist doch Eigenzucht. So, ich war jetzt gerade am Überlegen, was Eigenzucht, was ist nicht. Doch, Eigenzucht. Die junge Dame, die wird aber, ich glaube, sie wird nicht bleiben, weil sie halt einfach, ja, sie hat ein E mit drinne. Sie wird ein Apfelschimmel werden. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt unbedingt haben möchte. Ich werde sie verkaufen. Ich werde sie einfach verkaufen. Sie hat zwei blaue Augen. Mega schön. Ich glaube, dass die. Nee, sie hat nur einmal Splash White 1. Warum hast du denn zweimal blaue Augen? Ist das was Besonderes? Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob das was Besonderes ist bei den Fohlen. Dann habe ich noch bekommen einen kleinen Hengst. Das ist. Von wem war denn der jetzt nochmal? Von Seraphie. Von ihr war das. Jetzt genau. Da jetzt. Ich weiß nicht mehr, warum ich. Ach ja, genau. Ich hatte ihn genommen, weil er 10 Very Good hat. Die hat er leider aber nicht. Jetzt muss ich gerade echt überlegen. Die hat er leider nicht rausgerückt. Das ist, ja. Leider auch ein Average mit drin. Ach. Ist, ja, schade, doppelschade, aber kann man nichts machen. Genetik war, glaube ich, auch nicht gut. Der wird zu Gisela gehen oder in den Verkauf. Mal gucken, was ich mit dem jungen Mann mache. So, die hatte ich euch aber schon gezeigt. Warum ist sie dann mit drinne? Ich weiß es nicht. So, ach so, ja. Ich weiß. Dann wollen wir züchten. Apropos züchten. Ich habe gerade durch Zufall Discord wieder rumgestöbert oder eher Gespräch gehabt mit Jackie. Und da sind wir halt so ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil sie eine Stute gesucht hatte. Und habe ich dann gesagt, hast du mal den Hengst für mich? Und hat sie für mich? Und da suchen wir jetzt mal eine passende Stute für aus, weil Eierkaramba, weil, ne, ihr wisst Bescheid, mit 12 mal gut, wie gesagt, wisst ihr Bescheid. Der ist ordentlich. Vom GP her ist es jetzt nicht so ganz so, was ich sage, das züchte ich. Aber ich glaube, ich habe die passende Stute. Genau. Da hat er deutlich mehr. So, sie hat alles klein. Er hat auch alles klein. Ich hoffe wirklich, dass er sein E und A nicht mit abgibt. Aber wahrscheinlich bei meinem Glück wird er das tun. Es wäre schön, wenn das ein Doppel-G werden würde. Aber wir gucken mal. Doppel-Tobiano hat er auch mit drinne. Da bin ich sehr gespannt, was da bei rumkommt, weil sie hat nämlich nur 5-mal Very Good. 1, 2. Ne, sie hat nur 3. Warum steht denn da 5? Hat sich die Yuki da etwa vertippt? Schrecklich. Ja, wie gesagt, also mit den beiden züchten wir jetzt einmal. Da bin ich auch gerne bereit, den Preis zu zahlen. Und dann wollte ich, glaube ich, noch mit einem Decken. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich ihn nehme, weil er hat auch 10 Very Good.
oder nehme ich ihn? Aber er sieht meinem Surly sehr ähnlich. Nee, ich glaube, den nehme ich nicht. Auch zweimal E. Das würde dann auch wieder ein Rappe werden. Verdammte Axt. Warte mal, was hatte mein liebes Mäuschen? So, warte mal, was hat sie denn? Was hätten wir denn alles so im Petto? Also, ein Rappe. Ja. Doppeldan haben sie auch. Sie hat dann noch das Z. Splash White 1. Also ich würde es ganz nice finden, wenn... Nehme ich jetzt ihn oder nehme ich jetzt doch lieber ihn? Weil es sind beides Rappen. So, da gucken wir jetzt nochmal von der Farb. Doppel E. Er hat auch nochmal ein Splash White 1. Was nehmen wir denn da jetzt mal? Ich glaube, vom Stammbaum her ist nichts gleich. Ich glaube es jetzt aber nur. Warte mal, genetisches Potenzial. Da muss ich, glaube ich, den anderen nehmen. Da muss ich, glaube ich, wirklich ihn. Oder was? Nee, halt, stopp. Es tut sich jetzt beides nicht so viel mit dem GP. Okay, Leute. Ich sehe gerade schon 16 Minuten jetzt wieder. Yuki, entscheide ich. Nehme ich jetzt den oder den? Ich mag gerade aktuell das hellere lieber, deswegen nehme ich halt ihn. Da züchten wir auch noch mal damit. Schwupps. Und ja, dann ist Yuki auch schon wieder eine ganze Ecke ärmer. Ja, ihr Lieben, das war's auch von mir, von meiner Seite aus. Ich könnte einmal kurz noch in die Riding School mit reingehen, ein bisschen Geld wieder reinkarren. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Aktion fandet mit den Fischen, mit den April-Scherz quasi. Und ja, was glaubt ihr, was für Fohlen dabei rauskommen, ob das eine gute Verpaarung jetzt gerade gewesen ist oder halt nicht. Es werden jetzt die nächsten Tage Fohlen kommen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr das schaut das Video, bleibt gesund und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.